Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich hoffe, dir geht es gut. Die heutige Episode ist besonders special. In der heutigen Episode spreche ich mit einer guten Freundin, with a good friend of mine, einen Dialog. Beim Dialog sitzen wir im Zug. Viel Spaß! Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen an Bord des ICE nach Hamburg. Wir freuen uns, dass Sie wieder zugestiegen sind. Ladies and Gentlemen, welcome aboard our ICE to Hamburg. Entschuldigung, ist das der Zug nach Hamburg? Ja, das ist der Zug nach Hamburg. Wollen Sie sich setzen, Sid? Ja, danke. Ich möchte nach Berlin. Ah, dann müssen Sie in Hamburg umsteigen. Change trains. Genau, exactly. Aber ich muss mich beeilen. In Hamburg habe ich wenig Zeit zum Umsteigen. Der Zug hat schon wieder Verspätung. Delay. Ja, das stimmt. Das ist so nervig. Was machen Sie in Berlin? Ich wohne in Berlin. Ich studiere in Berlin. Interessant. Was studieren Sie? Ich studiere International Management. Was für ein Zufall, Coincidence. Ich arbeite auch im Management. Aber heute habe ich frei. A day off. Wie schön. Und was machen Sie heute an Ihrem freien Tag? Ich fahre nach Hamburg auf ein Konzert. Oh, auf welches Konzert fahren Sie? Ich fahre auf ein Taylor Swift Konzert. Wow, Taylor Swift hat ein neues Album, oder? Genau. Es ist genau so gut wie ihre anderen Alben. Die Tickets waren bestimmt teuer, oder? Ja, ich habe extra Geld dafür gespart. I especially saved money for that. Liebe Fahrgäste, die Abfahrt unseres ICE Richtung Hamburg verspätet sich heute um 10 Minuten. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Dear passengers, the departure of this train will be late for about 10 minutes. Please wait patiently. Ah, so ein Mist. Die Deutsche Bahn hat immer Verspätung. Jetzt verpasse ich vielleicht mein Konzert. Und ich verpasse meinen Anschlusszug nach Berlin. Mist. Dann können wir auch noch zusammen ein Bier im Bordbistro trinken. Ich lade Sie ein. Gerne. Vielen Dank. Und das war es auch schon mit der heutigen Episode. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, teile sie doch mit deinen Freunden und deiner Familie, wenn sie auch Deutsch lernen möchten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast bewertest oder sogar ein Review schreibst. Einige Vokabeln findest du in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meiner guten Freundin fürs Mitmachen und dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe, du bleibst gesund. Tschüss!